الفارسيه نحن نشانها من الدنيا ابدا سلام عليكم. Liebe Freundinnen und Freunde, wir bedanken uns, dass ihr heute hier wart. Ihr habt Haltung bewiesen für den Widerstand in Afrin. Ihr habt mit eurer Anwesenheit heute hier bewiesen, dass der Widerstand in Afrin nicht alleine ist. Wir werden wahrgenommen und die Freundinnen und Freunde freuen sich über jeden Menschen, über jeden einzelnen Menschen, der hier in Berlin, in Deutschland aktiv wird und den Widerstand in Afrin unterstützt. Wir grüßen in diesem Sinne noch einmal mit all unserer Liebe, mit all unseren Gedanken die Freundinnen und Freunde in Afrin, die Freundinnen und Freunde in Kurdistan, die Freunde und Freunde auf den Bergen oder in den Gefängnissen. Wir grüßen unseren Repräsentanten Abdullah Öcalan. Wir wissen, dass wir gewinnen werden und in diesem Sinne werden wir auch weiter auf die Straße gehen. Wir rufen euch auf, am Montag um 17 Uhr gemeinsam mit uns vor dem Brandenburger Tor sich zu treffen. Wir werden von dort aus eine Demonstration machen. Also am Montag um 17 Uhr werden wir gemeinsam vom Brandenburger Tor aus loslaufen und gemeinsam gegen den Krieg in Afrin protestieren. In diesem Sinne, lang lebe der Widerstand in Afrin. Bijiber Khodana Afrine.